So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, als allererstes gehen wir heute eine kleine Aufnahme von gestern und dann sehen wir uns gleich wieder. So, kleine Vorabaufnahme hier fürs Video für morgen, denn ich bin selbst ein bisschen ja, ungeduldig. Deswegen gehen wir hier mal kurz rein. Zack, in diese Belohnung. Let's go. Wir beenden mal hier schnell den Season Pass, denn wir brauchen hier unten die Legendaries. Zack, 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 zerab. Hier holen wir uns noch Mary ab. Die können wir auch gleich noch aufwerten. Wir haben sehr, sehr viel Koop in den letzten Tagen gespielt. Ja, wir holen uns hier selbstverständlich den Beschwörer raus. Da sind wir nämlich gestern drauf gekommen, dass wir den jetzt erstmal auf Max machen werden. Wir sind ja gerade aufs Geschmack gekommen mit dem DPS-Schwert. Und ja, da würde uns der Max-Beschwörer auf jeden Fall noch sehr supporten. Ja, fünf Karten fehlen uns noch. Und da fragt ihr euch, wo will er die jetzt her haben? Ganz einfach, wir springen noch rüber ins Event. Da sind wir durch. Wir sind bei 2650. Wir haben 560. Das heißt, wir können uns hier sogar noch die Hot Offers holen, damit wir nochmal 60 Münzen dazu bekommen. Ich weiß gar nicht, wenn wir die jetzt nochmal holen, kommen wir denn über Max? Wir machen es erstmal andersrum. Das bedeutet, wir können uns jetzt hier die weiteren Karten holen, die uns fehlen für den Beschwörer auf Max. Let's go. Das machen wir mal schnell. Das ging eigentlich relativ easy jetzt voran. Ich habe es euch ja schon mal gesagt. Ihr seht es auch an meinem Account. Ich habe wirklich nicht viel Geld in letzter Zeit investiert. Und es marschiert hier eine Einheit nach der anderen auf das letzte Level zu. Der Beschwörer hat es jetzt gleich geschafft. Und dann werden wir uns tatsächlich auch direkt schon an den Harlekin ranmachen. Let's go. Da haben wir den letzten Beschwörer. Und ich würde sagen, wir nehmen auch direkt noch den Harlekin mit. Der ist nämlich auch fast schon fertig. Naja, noch nicht ganz, aber zumindest fast auf 14. Da fehlen jetzt noch zwei Karten auf 14. Kann man auf jeden Fall machen. Dann nehmen wir noch die letzte Hot Offer mit. Und ja, dann geht's rein. Let's go. Beschwörer aus maximale Level. Wieder 80.000 Gold weg. Jetzt habe ich gerade vielleicht große Schnauze gehabt, dass wir Mary auch gleich noch hochleveln. Aber erstmal machen wir hier das Talent ready. Ich glaube dann, doch, es müsste noch ganz knapp reichen. Hat sich noch gelohnt, dass ich gerade eben nochmal zwei, Kasper, wo springst du hin? Koops gemacht habe. Dann reicht es nämlich noch. Ah ne, kostet nur 38k. Ganz genau. Aufs maximale Level. Let's go. Damit wieder zwei dicke Meilensteine hier für den Account erfüllt. Schneeflocke geht auch bald auf 20. Das ist nice. Danach dann vielleicht noch die Meerjungfrau. Und dann müssen wir uns an den Rest noch ranwagen. Kettenpanzer haben wir gestern hochgelevelt. Im Stream sehr, sehr nice. Da haben wir 760.000 Gold rausgehauen. Und ja, da sind wir sehr viel Gold losgeworden in letzter Zeit. Und ihr seht, es geht noch weiter hier. Wir haben hier noch mehr Einheiten, die gelevelt werden können. Ja, let's go. Nochmal 20 Crit. Ja, und dann können wir jetzt auch schon wieder Koop grinden hier nochmal. Immerhin nochmal 80k, die wir brauchen. Für diese beiden Einheiten. Ja, so viel dann jetzt erstmal für jetzt, den Rest dann in der Zukunft. Ja, sehr, sehr nice, wieder einen großen Meilenstein erreicht für den Kanal, für den Channel und ja auch für den Account. Herausforderung der 7 nehmen wir nicht an. Das ist auch der Grund, warum jetzt hier die Goldkosten eingeführt sind, weil einfach viel zu viele einfach nur raufklicken und dann nicht spielen und das dann ja kontraproduktiv ist, sage ich mal. Wir haben es geschafft. Der Beschwörer ist auf maximalem Level. Außerdem der Harlekin auch auf einem guten Wege, jetzt Level 14 zu werden. Und ich sag mal so, in den nächsten 2, 3 Wochen, schätze ich mal, wird der dann auch Stufe 15 werden. Ja, und dann müssen wir uns schon fast eine nächste Challenge überlegen, was wir dann machen. Da bleibt dann nicht mehr so viel übrig, ist auch übertrieben gesagt. Aber nicht mehr so viele Sachen, die ich jetzt erstmal für wichtig empfinde. Wir haben heute Geschenk der Natur. Nach dem Halt von 3 Pilzen erhöht sich der Schaden und die Angriffsgeschwindigkeit aller Einheiten auf Feld um 25% für 5 Sekunden. Ja, muss man schauen, wie man das timet. Aber für nebenbei gar nicht
So verkehrt. So, wir schauen mal. Ja, wir können hier noch ein bisschen was hochleveln, sobald wir ein paar Gold haben. Das ist auf Max. Ja, dann können wir uns hier so an den restlichen Einheiten ranwagen. Vielleicht den Djinn mal bevorzugen. Das wäre so ein Call von mir. Ansonsten würde ich heute nochmal mit euch in die Experimente jetzt reingehen wollen gleich. Dem Sci-Fi nochmal zeigen, dass man nicht immer fünf Versuche braucht. Kappa. Grüße gehen raus. Der hat da echt immer ein bisschen Pech, der Kollege. Das tut mir schon manchmal leid. Ich habe dann den Tag, nachdem er reingepostet hat, erst wieder beim fünften Versuch einfach mal gemacht. Direkt beim zweiten Versuch gestern Beschwörer und dann nochmal hinterher beim dritten Versuch Beschwörer. Ja, man muss auch Glück haben können, ne? Mal gucken. Vier Versuche können wir machen. Und jetzt kommt der Vorführeffekt. Natürlich. Jetzt geht's auch bis fünf. Ist doch logisch. Grüße gehen raus an Sci-Fi, damit er sich auch nicht ganz so schlecht fühlt, sage ich mal. Ja, ansonsten sind wir weiter am Damage-Schwert zocken. Jetzt erst recht da mit dem neuen Beschwörer-Talent, was wir freigeschalten haben. Schauen wir uns gleich an. Hier gibt es noch eine Quest, 100 Trophäen, 60 Münzen. Das hört sich gut an, das machen wir. Und zwar haben wir jetzt das Talent freigeschalten. Eins mit der Natur. Mit jeweils zwei erhaltenen Geistern erhöht sich der kritische Schaden des Spielers an Monstern um 15% und der kritische Schaden des Gegners an Monstern verringert sich um 15%. Der Effekt hält 8 Sekunden lang an. Wenn 10 Geister angesammelt wurden, wirkt der Effekt jedes Mal, wenn du einen Geist erhältst. Ja, da gibt es nichts viel zu sagen. Außer, dass wir hier mal noch kurz unsere zwei Respins machen. Vielleicht haben wir ja Glück. Gestern ist es ein nach dem End stehen geblieben, ne? Ja, genau so war es gestern auch. Wahnsinn, da dachte ich schon echt, oh, jetzt kommt's, aber leider nicht. Kein Glück gehabt. Hier die Sammlung nochmal fertig. Sehr nice. Nochmal 150 Bären. Und damit hier wieder auch ein paar Stufen abgeschlossen. Sehr, sehr gut. Und dann geht's hier jetzt aber auch mal weiter. Ja, im PvP rein. Let's go. Mit dem Damage-Schwert. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich da mal richtig reingrinde, sage ich mal. Mönch, der war gestern auch wieder sehr stark mit diesem ja, Boost, den es da gab. So, wir haben hier zwei Überschneidungsfelder, die natürlich nebeneinander liegen. Das heißt, wir müssen dann auch zwei Hexen später hinstellen oder so, zwei Hexen. Schauen wir mal. Machen wir auf jeden Fall erstmal. So, Pilzladung sammeln. Das kann nie schaden. Zack, noch eine. Und hier direkt wieder eine. Das waren schon drei. Jetzt haben wir diesen Angriffsspeed kurz. Genau, sehen wir hier am Rand. Ja, mit den Geistern hier ist manchmal ein bisschen unübersichtlich. Ich denke, das sind diese hier an der Waffe. Da muss ich mich auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Wenn wir jetzt merchen, kriegen wir hier unten eine 1. Und ihr seht am Rand auch diesen Effekt, dass er aktiv ist. Und ja, das ist so die Möglichkeit, die man gerade hat, um das zu sehen, wann das aktiviert wurde, ne? Sage ich mal auf gut Deutsch. So, hier gehen wir mal in die Dryades rein. Würde ich mal so sagen. Jawohl, jawohl, jawohl. Zack. Zack. Gib uns eine goldene. Macht er nicht. Keine Goldfee. Komm. Eine geht doch. Eine Goldfee wird es wenigstens. AMG. Ne, keiner bekommen. Okay. So, zack. Hier schön die Pilzladung wiederholen. Jetzt hier wieder die Pilzladung holen. Damit haben wir wieder drei. Ne, wir sind bei sieben. Okay. Kein Boost aktiv. Das sehen wir ja auch gerade. Zack. Wo ist denn die Pilzladung gerade? Ich sehe es nicht. Help me. Ich sehe sie nicht. So. Genau, jetzt haben wir keinen Geist erhalten, weil der keinen hatte. Der hat jetzt aber wieder einen. Das heißt, wenn wir jetzt den hier mergen, müssten wir diesen Effekt bekommen. Okay, das sind sogar zwei. Aber wir kriegen nur einen hier hochgesteckt. Okay. Also lohnt sich es eventuell, wenn man die nur einzeln mergt, wahrscheinlich. Wie gesagt, da bin ich noch ein bisschen, ja, überfordert, würde ich jetzt nicht sagen. Ein bisschen zu wenig drin in der Materie. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal schauen, wie das ganz genau funktioniert. So, wir machen mal den hier. Dann können wir den hier nämlich wegmerchen, weil der steht da auf unserem Feld, was wir brauchen, ne? Das brauchen wir da oben. Let's go.
Wieder eine Hexe. So, der hat jetzt einen Geist. Dann mergen wir den jetzt hier rein, haben 3 und den Effekt wieder aktiv. Hier haben wir auch einen Geist, hier nicht. Also können wir wieder mergen, zack. Und kriegen den 4. Ja, den 4. wäre auch mal gut, wenn wir den hier hochkriegen. Von 4 auf 5. Den Fusionsrang. Jetzt haben wir 5 Geister. Und wenn wir 10 haben, dann müsste es theoretisch reichen, wenn wir die spawnen schon alleine, ne? So verstehe ich es zumindest. Da oben müssten wir auch noch rein. Und zwar mit dem Schwert, genau. Jetzt sagen wir, machen das einmal so. Mergen jetzt nochmal ein paar. Mit denen dann da reinhauen. Würde ich so sagen. Oder was sagt ihr? Wo ist ein Geist? Der hat einen Geist. Bam. Der hat keinen gehabt. Die haben auch keinen. Können wir umwandeln hier. Okay, der 4er hat einen. Aber da mergen wir raus. 5er Schwert. Warum ist der jetzt wieder runter hier? Machen wir mal einen auf den hier. Zack. Machen wir es auf 6. Haben wir es auf 6. So, kriegen wir noch einen Geist? Jawohl, einer kommt hier noch. Let's go. Sehr gut. Was machen wir jetzt hier? 3. Wir bauen irgendwas auf 3, was wir kopieren können. Ja, zum Beispiel ein Beschwörer. Kriegen wir aber keinen guten. Schade. Ira. Ja, ach, wir müssen auf jeden Fall hier das Ding noch leveln. Das Amulett. Ja. Da eine Goldfee wäre perfekt gewesen, ne? Ja, er reinigt. Schön. Also mit der Reinigung habe ich nicht oft Glück. Aber manchmal dann doch zum Glück noch. Wir Hexen. Jetzt kommt eine Goldfee. So eigentlich nicht so gut gebrauchen können. Hier hinten am Rand zumindest. Den hier könnten wir noch versuchen hochzumachen. Ja, wir machen einen 6er draus. Weil es bietet sich gerade ganz gut an. 44%, das geht eigentlich sogar. Haben wir 9 Geister. Ein Geist noch, dann würden wir ihn immer sammeln, wenn wir ihn einsammeln, sozusagen. Sammeln, wenn wir ihn einsammeln. Das ist doch auch gut. Da ist ein Geist. Mira. 3er. 4er. 5er. Aber hier muss eigentlich davon hin, ne? Gleich mal schauen. So, hier haben wir einen Geist. Jetzt haben wir 10. Das war ein Missklick, aber geht noch. Kein Virus zum Glück. Eigentlich könnte man den hier schon jetzt stehen lassen. Oder wir lassen halt ihm den Stack. Dann haben wir mit einer 3. Aber dann hat er hier keinen Boost. Gefällt mir eigentlich nicht so. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Aber den lassen wir trotz alledem stehen. Wir bräuchten jetzt einen 5er theoretisch. Genau. Das ist der Plan. Machen den auf 6. Ziehen wir den da rein, aber dann sind 20 Stacks weg, ne? Schwierig. Komm, nicht zu lange überlegen, wir machen es einfach. So, einmal so, einmal so. Einmal so. So steht es eigentlich schon ganz gut. Jetzt müssen wir da immer nur noch ein bisschen mergen. Elf, schön. Jetzt haben wir den Boost aktiv. Wir könnten nochmal die Mana-Power-Ups drücken, so kurz vor der Death Rave, oder?
Das geht vielleicht auch noch. Wir haben erst 20 Hexenstacks, by the way. Ist jetzt nicht tragisch, aber auch nicht schlecht. Jetzt kommt der Virus. Jetzt müssen wir gleich mal reinigen. Da können wir nicht reinigen. Schade. Das ist immer ätzend mit dem Virus. Das ist ätzend. Das kann denen auch echt die ganze Runde versauen, ne? Wir müssen jetzt kurz aushalten. Ja, einmal reinigen. Der wird uns jetzt in den Tribunal reindrücken. Das sehe ich jetzt schon kommen. Genau so dachte ich es mir. Genau so habe ich es mir doch gedacht. So, den hier wieder auf 3. Egal, weitermachen. Kriegen wir nicht weg. Hier mal ein 4er. 60%. Okay, die haben wir voll. Das ist gut. 3er. Jetzt machen wir die beiden. Ja, wir machen die beiden wieder auf 6, bevor die hier richtig runtergehen. Jetzt könnte man hier eigentlich auf Geister gehen, so ein bisschen, wa? Durch die Stacks hier noch fertig machen, schnell. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Hier können wir aber gleich umwandeln. Geht schon. 19. Jetzt müssen wir ein bisschen gleich das gut timen, sage ich mal. Für 8 Sekunden ist der Boost, ne? Jetzt aktivieren, dürfte er auf jeden Fall aktiv sein. Wenn wir ihn jetzt aktivieren, dürfte er aktiv sein. Ist auch gut. Was machen wir damit? Kriegen wir noch einen 4er? Komm, wir machen den einfach hier rein. Was soll der Geiz? Da gehen wir raus. Zack. Zack. Jetzt haben wir noch ein drittes, theoretisch. Aber der Platz wird langsam hier eng, ne? Noch 2, dann hätten wir. Ich werde sogar nochmal auf C7, ne? Und noch irgendwie ein 2er Raid bekommen. Ah, das wird nichts. 3 auf 3 ist 5, immerhin. Oder man verklickt sich, ist auch in Ordnung. Louis. Zack, 23 Stacks. Das nochmal hoch hier. Wir können hier nochmal ein Schwert machen, jawohl. Sieht doch ganz gut aus. Oh. Hat uns der Chaos geflippt, aber nichts Wichtiges, glaube ich. Es hat geklappt. Der hier vielleicht. Der wurde getroffen, es geht aber noch. Das Ding gewinnen wir hier, würde ich mal so sagen. Sehr schön. Das lief doch ganz gut, würde ich sagen. Wie viel haben wir geschafft? War nicht ganz so viel, ne? 2 Minuten 53, da geht auf jeden Fall mehr. Ich meine mal, wir waren, glaube ich, schon über 4 Minuten 17 so circa mit ohne Beschwörer.
Dann sollte es jetzt mit Beschwörer eigentlich auch noch weitergehen. Ja, werden wir auf jeden Fall weiter zocken die Tage und dann mal schauen, wie weit wir da am Ende kommen werden. So, hier gibt es noch ein paar Belohnungen, genau, wie jeden Tag. Zack, auch zwei Glocken wieder. Die nehmen wir gerne mit. Zwei Quests nochmal erfüllt hier. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch was sammeln können. Ja, wir können zwei Sammlungen sammeln. Mal gucken, ist es die legendäre? Das wäre cool, die legendäre knallt immer richtig rein. Ja, es ist nicht die legendäre. Okay, da stand eine 2, es war aber nur eine 1. Okay. Nehmen wir so, wie es ist. Let's go, was gibt's hier? Ja, gut. Da brauchen wir nichts mehr. 250 Münzen. Wie viel fehlt uns denn jetzt hier noch? Oh, ein bisschen noch, aber gar nicht mehr so viel. Wir haben noch 8 Tage Zeit. Das sollte sich ganz entspannt ausgehen. Und ja, dann sind wir gut dabei, würde ich sagen. Wir können jetzt hier nochmal eine Legendary holen. Let's go. 5 Staub fehlen uns übrigens für noch eine. Natürlich kommt jetzt der Max-Beschwörer. Ja, das war klar. Den nehmen wir mit. Wir können mal ganz kurz gucken, ob wir hier in den Turniershop reinsliden können. Und holen uns hier noch eine hier so eine Kiste hier. Dann können wir nämlich noch eine Legendary abholen. Let's go. Und ein Max Fallensteller. Okay. Naja, nehmen wir mit. Können wir dann wieder umtauschen auf jeden Fall. Und ich warte auch dann hier auf Glockengedöns, wenn die kommen. Wie können wir uns da holen? 30, 70, 120 sind 3 und dann jede 50 nochmal. Also dann nochmal 5 sind 220. 6, 7, 7 Karten oder so können wir uns dann holen. Ja, wenn da der Harlekin reinscheppern würde, dann wäre es schon nicht schlecht, ne? So, das wäre cool. Und ansonsten bedanke ich mich schon fast bei euch. Ich will mal ganz kurz nochmal was schauen, ob ich den Monatskalender mal ganz schnell hier finde. Rush Royale News. Zack. Ja, gestern gab es noch ein Q&A, da bin ich ehrlich zu euch. Ich bin gerade ein bisschen am Keller renovieren. Habe ich mir selbst noch nicht durchgelesen. Das wäre jetzt Quatsch, wenn wir das jetzt so übers Knie brechen. Das gucken wir uns morgen an, würde ich sagen. Das werde ich mir ganz in Ruhe erstmal durchlesen. Ich suche jetzt nur kurz den Monatskalender. Denn ich glaube, wir haben den 21. Ja, am Wochenende steht uns wieder die Random League zur Verfügung. Und da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, da gibt es heute noch ein paar News für euch, die sich nochmal vielleicht. Ja, ich will nichts verraten. Da gibt es heute wahrscheinlich nochmal ein paar News. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Restwoche. Und wieder mal fast die Supporter des Tages vergessen. Naja, bei so langen Videos und nicht mehr am Anfang, da vergesse ich das fast manchmal. Wie ich bedanke mich bei Jonas KI03, den X-Dustin, Mon Mon, Diego Seed. Danke für die Videos. Vielen lieben Dank für deinen Support. Der Dave ist mit am Start. Principality, die neue Einheit, ist meiner Meinung nach schon grenzwertig stark. Ja, die ist schon sehr, sehr strong, das stimmt. Und dann nochmal der Support mit derselben Nachricht. Kuss an Principality. Fluppenfrodo, Thorsten Anonym, DN Christopher, einmal, zweimal und dreimal vor einer Stunde. Jetzt aber bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, haut rein und ciao.